Auch heute Abend hier im Stadion in Dörben ganz besonders schauen wollen, nämlich auf Bastian Schweinsteiger, vor allen Dingen nach dem plötzlichen Ausfall von Michael Ballack. Bastian hat sich in dieser Saison zu einem richtigen Mann entwickelt, sagt sein Vereinstrainer Louis van Gaal beim FC Bayern München. Den Spitznamen Schweini will er unter Strafandrohung von keinem mehr hören und jetzt ist er wohl wirklich auf dem Weg zum Führungsspieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Vor 6 Jahren und 6 Tagen hat er zum ersten Mal brilliert mit dem Bundesadler auf der Brust. Aber Bernd Schmelzer wird uns gleich zeigen, gewinnen wollte Bastian Schweinsteiger eigentlich schon immer. Schaut nach vorne, Pokale hoch. So sehen Sieger aus. Super, Bastian Schweinsteiger im Frühjahr 1989. Schießstar mit 4,5. Der kleine Bastian vor seinem ersten großen Rennen. Papa Alfred gibt letzte Tipps. Aber der Sohnemann weiß schon damals ganz genau, was er will. Und was machst du für einen Platz? Was glaubst du denn? Gewinnst du? Erste. Das ist mein Gain, was ich in mir habe, durch natürlich einen Verein, der immer Erster sein muss. Und das ist so eingepflanzt, glaube ich, bei jedem Bayern-Spieler. Mit 25 schon 5-mal Meister und 5-mal Pokalsieger mit den Bayern. Dazu bereits 74 Länderspiele in 6 Jahren Nationalmannschaft. Stellvertretender Kapitän ist er. Seitdem ich da gekommen bin, 2004, sind natürlich schon 6 Jahre, wo du dich weiterentwickelst und wo auch der Fußballstil sich verändert hat. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die aber schon viele Spiele in der Liga gemacht haben, also die einzelnen Spieler. Und es macht Spaß, mit denen zu spielen. Von klein an hat er sich durchgebissen. Hilfe beim Anziehen, unerwünscht. So lernt man sich durchzusetzen und ein taktisches Gespür zu entwickeln. Dadurch. Keiner hat gesagt, Bastian muss jetzt einen Ballack machen. Also ich bin mein eigener Spieler und habe eigene Fähigkeiten. Ich glaube, natürlich habe ich eine Verantwortung, das ist klar. Ich bin sehr lange hier dabei, aber die Verantwortung muss auch von jedem Einzelspieler auf dem Platz getragen werden. Von den ganz Großen der Zunft hat er sich etwas abgeschaut. Und sei es nur mal in Sachen Gestik. Bastian Schweinsteiger, Löws emotionaler Leader, sein Antreiber. Mit 2,5 das erste Mal auf Ski, 2 Jahre später schon der erste richtige Triumph. So einer hat das Zeug zum Topstar.